Wenn Sie Lust haben, uns da ein bisschen zu unterstützen und ein kurzes Statement, vielleicht 30 Sekunden nochmal über WhatsApp mir schicken wollen oder uns Kollegen zum Thema Beziehung gestalten. Wie schaffen wir Lehrer es hoffentlich, guten Kontakt zu Ihren Kindern aufzubauen? Dann würden wir uns total freuen und schicken Sie mir das. Ich gebe das an die Kollegen weiter und wir bauen das in unsere Präsentation ein. Vielen Dank und ein wunderschönes Wochenende. Besonders schwierige Zeiten brauchen besondere Momente, um unsere Kinder zum Lachen zu bringen. Sei es Tiri-Tiki-Tomba oder andere verrückte Ideen der Lehrer. Mit Humor lässt es sich einfach besser lernen. So motiviert man unsere Kinder. Ciao. Ciao. Hallo, ich bin Mutter zweier Kinder an der Geschwisterschall-Oberschule, die dort die 5. und 6. Klasse besuchen. Und ich kann ganz klar sagen, wie diese Schule die Pandemie bewältigt, das ist einfach nur grandios. Wir als Eltern sind kaum eingebunden, weil die Lehrer einen extrem engen Kontakt zu den Kindern pflegen, immer da sind, immer ansprechbereit sind für Probleme, Sorgen, aber auch für jegliche konstruktive Kritik. Ich bin total begeistert. Es ist wirklich toll zu sehen, dass die Kinder auch immer noch Freude am Unterricht haben, man sich immer neue Dinge einfallen lässt, um auch diesen tristen Alltag etwas netter zu gestalten, und bin dafür sehr, sehr dankbar. Hallo, ich bin Laura Palamariuk. Ich bin Mutter einer 10-jährigen Tochter der Geschwister-Scholl-Oberschule. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Meine Tochter, die konnte nicht, die hat die Situation zu Hause nicht mehr ausgehalten. Ich habe mich dann in meiner Verzweiflung an die Schule gewandt und sie durfte direkt am nächsten Tag wieder zur Schule und sind sofort ohne Wenn und Aber eingeschritten, und das finde ich wirklich super. Warum ist das Verhältnis zwischen den Schülern, den Pädagogen und den Eltern an der Geschwister-Scholl-Oberschule so besonders? Ja, ich denke, es wurde auch schon die Zeit genutzt in den Osterferien, wo die Kinder aufs Homeschooling vorbereitet wurden. Die Kinder haben sich zu Hause einen tollen Arbeitsplatz eingerichtet und wurden geschult, wie sie mit dem iSurf und mit dem Skype umgehen können. Ja, nichts zu vergessen ist auch der Wochenabschluss. Immer ein besonderes Thema, wo nochmal zusammen gelacht wird. Was verstecke ich unter einer Maske? Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Nicht zu vergessen ist einfach der wertschätzende Umgang untereinander. Es wird immer Rücksicht aufeinander genommen. Jederzeit ist jemand zu erreichen, wenn man noch Fragen hat. Sogar für die Eltern gab es einen Skype-Elternabend. Das ist schon ziemlich toll. Da wurde im Vorfeld vor dem eigentlichen Homeschooling schon ein Probe-Skype-Lauf veranstaltet. Das fand ich auch ganz toll. Die Schüler skypen täglich mit verschiedenen Fachlehrern und erhalten da Unterricht, wie man das so nennen darf, können dort Fragen stellen, werden begleitet, im Prinzip, was Unterricht halt so ausmacht. Da nicht jede Familie ausreichend Laptops, Handys oder sonstiges zur Verfügung hat, durfte man sich an der Schule auch Laptops ausleihen, was ich besonders betonen möchte, weil das macht, glaube ich, nicht jede Schule. Das fand ich besonders toll, dass da auch dran gedacht wurde, dass halt nicht jede Familie über solche Geräte verfügt oder auch nicht ausreichend verfügt. Sehr lobenswert. Ich bin Elternvertreterin in der Klasse meiner Tochter. Sie ist bereits mein drittes Kind auf der Geschwister-Scholl-Oberschule. Und ich muss sagen, dass der Kontakt zu Lehrern und Schulleitung immer auf einer vertrauensvollen und freundschaftlichen Basis verlief. Gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten mit Corona-Ängsten, Szenario A, B oder C, zeigt sich wieder einmal, mit wie viel Elan und Einsatzbereitschaft die Lehrer bei der Sache sind. Unsere Kinder bekommen online Aufgaben, die dann gemeinsam besprochen und erarbeitet werden. Hin und wieder gibt es sogar eine kleine Challenge zur Aufheiterung, wie zuletzt an Karneval. Die Lehrer stehen den Schülern und auch den Eltern mit Rat und Tat zur Seite. Wir Eltern bekommen in regelmäßigen Abständen Elternbriefe oder werden von Zeit zu Zeit angerufen, um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen. Ich kann nur sagen, Daumen hoch für das Lehrer- und Schulleitungsteam der Geschwister-Scholl-Oberschule. Ihr macht einen tollen Job, macht weiter so. Mein Name ist Anne Sibitzki, ich bin Mutter einer 11-jährigen Oberschülerin in Bad Lahr.
Meine Tochter geht seit dem letzten Sommer zur Schule in Bad Lahr und sie wurde ganz schnell schon in das Computersystem dort eingeführt. Wie funktioniert Skype? Wie funktioniert das Runterladen und Hochladen von Dateien? Es wurde sehr transparent gearbeitet und Eltern wurde immer im Hinblick auf Corona viel Mut gemacht und das fand ich sehr positiv. Aufgrund dessen hat unsere Tochter eigentlich im Moment kaum Probleme. Sie findet es gut, dass sie ihre Mitschüler auch sehen kann während des Unterrichts. Das trägt zum Wohlbefinden bei und lässt die Zeit nicht ganz so einsam werden. Dankeschön dafür. Ich persönlich finde die Einteilung in kleinere Gruppen sehr gut, da man dadurch sicher den ein oder anderen Schüler bzw. Schülerin besser motivieren kann und schneller auf Probleme aufmerksam wird. Dass die Lehrer echt bemüht sind, jeden einzelnen Schüler zu motivieren. Dort werden immer die Talente und die Stärken jedes Einzelnen gesehen und es wird nicht immer nur auf das rumgehakt, was man vielleicht nicht so gut kann. Dadurch ist jeder Schüler halt motiviert und ist gestärkt und ist halt ein Individuum und wird als solches auch wahrgenommen. Und gerade jetzt im Lockdown oder im Homeschooling wird das ja weitergetragen durch den Skype-Unterricht. Durch die kleine Gruppenarbeit können die Schüler sich untereinander sehen. Die Lehrer haben einen sehr guten Überblick, bei wem vielleicht irgendwo mal was hakt oder wo es vielleicht irgendwie nicht läuft und können schnell agieren und mal hinterherrufen. Und wenn die Schüler Fragen haben, gibt es immer ganz schnelle Möglichkeiten, über Skype, über Telefon, über WhatsApp oder wie auch immer, Fragen zu stellen, die auch wirklich sofort beantwortet werden. Und ich denke, das ist eigentlich ein super Konzept und das läuft auch wirklich gut. Wir sind eigentlich ganz froh, zwei von unseren Kindern dort unterrichten lassen zu dürfen. Tschüss. Es wird geschaut, wo sind die Stärken und Interessen des einzelnen Schülers oder der Schülerin, was braucht er, wo muss man ihn abholen. Und was ich ganz wichtig finde, die Lehrer sind empathisch und wertschätzend. Ich glaube, es ist sehr wichtig für alle Schüler, dass sie ihre Lehrer vor Augen haben mit ihrer Mimik und Gestik und dass sie immer die Möglichkeit haben, ihre Lehrer per Skype oder per E-Mail zu erreichen. Eine gute Beziehung zu diesen Zeiten aufzubauen und aufrechtzuerhalten, ist etwas ganz Wichtiges für unsere Kinder. Und gerade einfach diese Rückendeckung zu haben und diesen Mehrwert zu wissen, da ist jemand und unterstützt mich, ist etwas ganz Wertvolles und Besonderes. Und ich glaube, dass die Lehrer der Oberschüler das einfach so sensationell meistern, ein offenes Ohr zu haben, zu festen Terminen tagtäglich unter der Woche erreichbar zu sein und vielleicht nicht nur Aufgaben den Kindern an die Hand zu geben, sondern einfach auch nochmal zuzuhören, in festen Skype-Terminen sich auszutauschen, auch über die täglichen Probleme, die täglichen Herausforderungen, einfach mal zu hören für die Kinder, dass andere vielleicht gleiche Probleme haben, dass vielleicht auch die Lehrer zu Hause Theater haben mit ihren Homeschooling-Aufgaben, ist etwas ganz Besonderes und macht, glaube ich, diese Zeit für die Kinder wesentlich einfacher und dieses Präsentsein und dieses Miteinander kann so ein bisschen wie im Schulalltag, natürlich ersetzt es das nicht, aber den Kindern ganz viel geben. Und ich glaube, da leisten die Lehrer gerade eine sensationelle Arbeit und verlieren so nicht den Bezug zu den Schulklassen, zu ihren Kindern. Und die Beziehung bleibt auf jeden Fall bestehen und kann dann im Schulalltag hoffentlich bald wieder gefestigt werden.